Und damit willkommen zurück zu Railroader. Wir haben Tag Nummer 5 und ich habe schon mal ein bisschen rumrangiert. Beziehungsweise ich habe Sachen fertig gemacht. Wir gehen mal kurz in die Zweierkamera. So wie es der Zufall auch will, kam auch das Update 24.3.0 raus. Wo wir mitunter neues Spielzeug bekommen. Wir haben neue Industrien mit dabei und einen Haufen anderen kleinere Verbesserungen. Ein Teil davon werden wir uns heute mal ansehen. Für die Sawmill haben wir sehr viele Wagen bekommen. Die habe ich da hinten abgestellt. Die sind auch alle im Träger drin. Das Gleis ist endlich fertig. Das heißt, als nächstes kommt das Depot. Und Vichia Yard, glaube ich, könnte spannend werden. Ob man das überhaupt so richtig hinkriegen, weil die Dinger da sind jetzt mit dem Update dazukommen. Mal schauen, was Vichia Yard dazu sagt. Die ganzen Sachen sind zum Abholen da. Das braucht uns nicht kümmern. Ich würde heute gern neue Wagen kaufen. Das kommt hier weg. Und also einerseits neue Holzwagen. Also diese Skelettwagen für da hinten. Die, was unten stehen momentan, die sind bereit zum Abholen. Und in Bryson, so gehen wir mal hier hin. Ja, hallo Kamera. Haben wir die zwei Kollegen momentan hier zum Manchieren. Wir haben hier für Bryson hier oben noch Sachen, Team Track, Freight House und das ist wieder Appalachian Stuff hier hinten. Die Diesel Shunter steht momentan da, die Lok Nummer 10 steht da hinten, die habe ich da mal aufgetankt. Das heißt, wir werden heute mal die neuen Loks ausprobieren und wir werden uns um die Kollegen da kümmern hier. Soweit erstmal der Plan und die neuen Sachen kaufen. Ja, gut, so. Summary. Als allererstes werden wir uns mal um die Wagen da unten kümmern und dabei schon mal die erste neue Lok ausprobieren. Die tun wir uns nur ausleihen. Die will ich dann selber kaufen, aber einfach nur als Demonstrationszwecke. Da haben wir es, unser Zeug hier. Neueste mit dazu kommen die T22, die A23 und die F71. Und wir fangen jetzt erstmal mit der T22 an. Dazu gehe ich mal ganz kurz in den Sandbox-Modus. Sandbox, danke. Neue Lokomotive. Lokomotives und dann die T22. Wo ist sie denn? Tenwheeler. Die, oh wow, das ist, Stigoshi. Ja, nicht so ganz, aber könntest du andersrum stehen, bitte? Hallo, andersrum. Dann machen wir es halt so. T22. Kriege ich dich jetzt da so ran? Sehr gut. Öl, Handbremse. So, dann gehen wir wieder in Company Mode rein. Vorübergehend. So, dann starten wir Steuerung I. Steuerung 0. Falsche Lok. Perfekt. Steuerung 1. Södele. Guck mal uns mal das Baby an. Stimme. Hallo, danke. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Schweres Ding. Hat was. Ja. Ich meine, da sieht man nicht eh schon genug Lokomotiven, aber warum auch nicht? T22. Okay. Dann, würde ich sagen, mal ankuppeln. So. Released. Bitte einmal zurück. Soundtechnisch hat sich jetzt noch nichts getan. Ich hoffe, das kommt noch. Sehr gut. Passt. Handbremse. Einmal released und dann wär's das. Ich brauche noch einen Screenshot. Wobei, naja, das machen wir dann mit der größten Lokomotive. Die hat ein bisschen mehr Umf. Södele, einmal hier rein. Hier ist ja alles wie immer. Du hast sogar eine. Du hast eine Lampe hier drin. Nice. Passt, setzen wir uns mal rein. Da glaube ich, ging es ja auch noch auf. Ja. Okay. Perfekt. Reverser vorwärts. Was haben wir hier?
Das ist In-Op. Das ist angenehmer zu benutzen. So. Abmarsch. Und dann kann ich gerade mal gucken. Die Weichen müssten alle passen, bis auf die da. Die da, die da, die da. Das ist alles richtig. Okay. So, follow. Und was jetzt auch ganz cool ist, wir haben diese kleine Übersicht hier. Aber sofort eine Übersicht, was die einzelnen Lokomotiven so machen. Und wir können dann sofort einerseits hingehen oder die Controls öffnen. Also da zum Beispiel. So hin und her, da geht das Menü auf. Und das ist dann mit der Kamera hingehen. Ja, doch. Hat was, das Baby. So, wir sollten hier nicht zu schnell werden. Auch der Wasserverbrauch ist angepasst worden. Der ist ein bisschen geringer. Beziehungsweise der ist jetzt abhängig. Es ist immer noch abhängig davon, wie viel Gas du gibst und wie der Reverser eingestellt ist. Die KI ist schlauer geworden. Eben ein bisschen Textur-Updates gab es heute. Das Caboose hat auch ein Update bekommen. Admin-Comments sind dazugekommen, bei den Signalen, ein paar Lens-Flare-Sachen sind noch aktualisiert worden. Teilweise ist das Gleis angepasst worden, vor allem in Ela. Müssen wir mal. Fixed Ela Trestle Abutments. Ah, okay. Okay, weißt du was, während du hier fährst, du kannst dir eigentlich, das ist eigentlich auch noch ganz cool, wenn man jetzt hier sagt Order Road, dann bremst er gerade erst mal dich runter, das finde ich sehr gut. Du kannst erstmal fahren, jetzt steht dann auch hier drin, wird von der KI gesteuert. Und wisst ihr, während der das hier macht, nehmen wir hier noch Vitia, ich will ja noch Zeugs kaufen. Strucktee. So. Ich spiele den Company Mode, ne? Ja, okay, sehr gut. Damit das Zeug auch was kostet. Ich hätte gern. Flat Logs. Da hätte ich gerne mal. Warte mal, wie viele Wagen hast du da jetzt dran? Follow. Besten gleich viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Also ich gern 8 von denen. Okay. Und für Bryson hätte ich gern 70 Tonnen Hopper. Fup. Passt. Wo ist das Zeugs? Was habe ich nur noch 2000? Nein! Bist du der Hopper? Select Follow. Jo, das bist du. Operations Loads to. Moment. Ne, Price. Und East VTA. Willst du einmal swappen? Ich weiß gar nicht, ob ich mir das leisten kann, dass du aufgefüllt wirst. Und die Kollegen da. Operations Loads to VTA Sawmill und. War das L3? Copy to 7 others. L3, wo ist L3? Ach, ist das da oben? Nö. Ja, follow operations. L2. So. So, könnt ihr alle mal wechseln. L2. Das ist jetzt das Gleis hier. Okay, wie sieht's denn aus? Locations. Auf Orca Logging, Connelly Creek. L2 hat 21 Logs momentan. Da sollten wir doch auf die 3 einstellen, weil da haben wir gerade 36. Dann teilen sich die beiden das auf. Naja, mach mal L3. Gut.
Copy to Others. Follow. Und könnt jetzt alle mal durchwechseln. L3. Perfekto. So, dann suchen wir uns gerade die nächste Lok aus. Die nächste neue Lok ist die A23. Dann werden wir jetzt wieder wechseln. Sandbox. Ah, Kamera. Bin ich denn jetzt? Ach da. So, da. Also. Das nicht. A23. Die American. Hinzufügen. Das ist schon wieder falsch rum. Ich möchte nämlich gleich hier schon so platzieren. Place. Gut. Und zurück auf Company-Modus. Der Kollege ist jetzt auch schon da. Den können wir dann verschwinden lassen. So. Select. Follow. Schauen wir uns den mal an. Ja, da muss ich sofort an Railroads Online denken. Oh Mann, ich glaube, die wird nicht sehr viel Zugkraft haben. Aber ist ein schönes Modell. So, halb voll. Hat was. So, rückwärts bitte. Und da einmal ran. Jetzt können wir mit der natürlich schlechten Lasttest machen. So. Du fährst einmal so. Und dann einmal so. Und wir passen jetzt mal auf den Kollegen da hinten auf. Einmal stehen bleiben, bitte. So, select. Oh, wir sind runter hier mit dem Speed. Perfekt. Einmal Retour da rein. Dann bin ich happy. Und dann können wir mit der American eigentlich schon mal losdüsen. Södre. Oras. Road. Reverse. Okay. Ich mache ein paar Challenge jetzt für die Lok. Eh klar, weil nicht geladen. Dann müssen wir mal schauen, wie das dann mit Last ist. So, komm. Ersten Weg bitte. Gefährlich, was wir hier machen. Sehr gut. Ist auf dem Weg. Perfekt. Und dann können wir die Lok dann gerade wieder löschen. Wir behalten uns nichts, was wir uns gecheatet haben. So, ein Stückchen noch. Na, bleiben wir sauber stehen. Jo. Die Sammel ist auch gerade komplett leer momentan. So, da muss jetzt nochmal in Sandbox rein. So, einmal Delete. Perfekt. Und wieder Company. So, Bruder, passt mal auf die Wagen hier auf. Unser American. Wir haben uns jetzt von innen noch gar nicht angeschaut. So, Select, Steuerung 0. Ja, bist denn du hier? Kann man nicht auswählen. Angenehm. Das ist Headlight Control. Ja, Tender. Hast du kein Licht? Doch, hier ist ein Licht.
Okay. Ey, überschaubar, ne? Aber kann man mitarbeiten. So, du musst einen ganz anderen Weg gehen, mein Kollege. Du musst nämlich hier rauffahren. Das passt, dann fahrt er hier ins Stumpfgleis rein und dann hinten rein. Gut. Okay, während die Lok das macht, können wir mal nach Weiß gehen. Nach da. So, ja, hätte ich vielleicht mit der Kamera machen sollen, aber gut, dann stehen wir selber da oben. Es ist die Frage, mit was fangen wir an? Bryson, Lumber and Coal, das ist da hinten, das ist da oben, Team Track, das ist glaube ich der hier, das Fright House ist da unten. Ja, ich glaube, wir fangen mit dem hier oben an. So, noch mehr Sandbox. Sandbox, Sandbox, Sandbox. Die andere Big Mama. Die F71. Wo ist sie denn? Die Santa Fe. Was für ein Schwergewicht. Was? Gott, ist mal richtig mit der Kamera. Einmal so. Absolut falsche Lokomotive zum Arrangieren. Aber was soll's? So, Company. Schaut euch mal diesen dicken Oschi an. Kann auch ganz gut was ziehen. Hat ein bisschen weniger Kapazität als die Berkshire, aber die größte. Aber dafür zieht sie ordentlich. Holy shit. Was für ein Monster. Okay, da will ich jetzt mal die Pfeife anpassen. Was nehmen wir denn da? Kriegst du so? So, muss ich ja noch selecten. Equipment, Customize. Nö. Bestimmt nicht. Naja, schon besser. Na, irgendwie auch nicht. Saddle Tank. Nee, 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 nee. Ja, ja, okay, das passt erstmal. Was denn, Oschi? So, machen wir mal in der Perspektive. Also, Kollege, ich würde sagen, wir koppeln da jetzt mal an. Das Ding ist riesig. Ah, da werde ich noch ein bisschen länger brauchen, bis ich mit D-Lock leisten kann. Das ist jetzt nur eine Leihgabe zum Testen. Nehme ich da alles jetzt mit? Alles bis auf den da. Dann mach mal den da zuerst mit dem Team-Track. So. Ja, okay. Ist ein bisschen was los hier. Was für ein Riesentender. Okay, einmal so. Und dann gib mal Gas. Ja, bestimmt auch wieder so ein Schaukelkandidat werden. Weichen eingestellt. Komm mal bitte geradeaus. Dö. Hey, Moment, wir müssen da noch weiter. Sonst kommen wir nicht rüber. Also die braucht definitiv noch einen anderen Sound, damit die mächtiger klingt. So,
So, jetzt ist gut. Also, einmal der Runde. Das passt. Und einmal da runter und einmal so. So, ich glaube. Ah, komm her. Hallo. Wir sehen, ob du da wackelst. Ja. Aber nicht ganz so extrem. Ja, sie geht schon in die Kurve rein. Und wackelt nach. Ja, da wieder Schiffsfeeling. Oh, scheiße. Das wäre jetzt fast ins Auge gegangen. Ja, da stand ja was. Das ist jetzt aber gar nicht mal so schlecht, dass da was steht. Also wir kuppeln da mal an. Ich wollte eigentlich dann den Dirty so reinrollen lassen, aber das können wir jetzt ein bisschen praktischer machen. Hui. Fast Unfall Nummer 1. So, kommen Sie dann. Sehr gut. Und dann tun wir hier lösen. Dann machen wir hier wieder einen Abflug. Du kannst schon mal vorfahren. Und wir fahren dann da rein. Das passt, das passt, das passt. Das ist auch alles noch richtig. Gut. Ja, also auf dich freue ich mich schon. Das wird super. So, du Kollege. Oder Road Reverse 10. Geht schon. Du kannst dann da hinten auch erstmal stehen bleiben. Geiles Schiff. Ach, ich freue mich schon wieder auf die richtig dicken Güterzüge. Wo die Loks zum Schwitzen kommen. Es ist schon echt ein bisschen. Bisschen schlimm, was ich mache, dass ich mit der dicken Lok hier am Rumrangieren bin. So die Verschwendung. Yes. $68. Kriegen wieder Geld. So. Was ich jetzt gern machen würde, ist der Kohlewagen da oben. Der ist fast leer. Den würde ich zuerst mal rausziehen, dass der nicht ganz hinten drin steht. So. Hier. Einmal rückwärts, bitte. Oder mache ich das Spiel? Na, es macht schon Sinn, wenn ich das jetzt schon tausche. Ach nee, komm, jetzt sind wir mal faul. Ich lasse die mal so stehen. So, ein Stückchen noch. Perfekt. Haben sie drin, du kommst weg. Oh, geil, plus $8. So, und ich meinte, du Kollege, ja, du kommst da hin. Es ist einfach so falsch mit der Lok. Die wäre vermutlich auch nicht schlecht im schweren Personenverkehr.
Würde ich jetzt schon sehen, ne? Und dann gleich mal nachsehen, was die neuen Spielzeuge so kosten. So, Bremsen da rein. Jetzt sind wir denn. So, du fährst erstmal wieder rückwärts. Sehr gut. Und dann werden wir die Lok wieder verschwinden lassen. Machen den Rest dann mit unserer Lok wieder. Södli, das passt. Nice. Und lösen. So, dich. Schon mal verkaufen. Hat Spaß gemacht. So. Einmal Delete. Und wieder Company-Modus. Ach, schade. Irgendwann. Also, was kostet der ganze Spaß jetzt eigentlich? Also, die erste war die T22. Die kostet 9500, beziehungsweise für uns auch 1550. Traffic Effort 21600. Nur zum Vergleich, unser Equipment, die C25 haben wir jetzt, die C25 hat 25.000. Okay, dann hätten wir die A23, die ist schwächer. 20.600 kostet 10.200. So viel nehmen sich die eigentlich nicht, ne? Die A23 und die Consolidation. Okay, und dann haben wir noch die F71. 38.000. Check die F 74.000. Berkshire hat 65.000. Muss als Vergleich. Oh, die zieht ein bisschen was. Dafür hat die Berkshire den größten Tender, also 25 Tonnen Kohl und 22.000 Gallonen Wasser und hier 15 und 10.000. Ja gut, muss halt öfter tanken, aber dafür zieht sie weg. Ja, geile Sache. Gut, ist da, oh, warte mal, ich da. Wenn wir die Handbremse reinmachen. Hoppla. Ich hätte gern, dass du wieder in Vitia unten bist. Orders, Road, Forward. Los geht's. Mal schauen, ob das richtig eingestellt ist hier. Ja, das ist richtig. Hier müsste das auch richtig sein. Das ist falsch. Das ist richtig. Dann hätte ich gern mal, dass du... Eigentlich kannst du mal ins Depot reinfahren, um den 1% zu reparieren. So. Also E-Depot. Ich mach mal trotzdem eine Flair rein. Cool. Dann sind die ersten zwei wieder leer. Das wäre das. Was haben wir noch den Kollegen? Ich werde mal unsere Lok Nummer 10 hier mal rüber rangieren. Und dann machen wir hier mal weiter. Beziehungsweise, wie machen wir das hier am Geisten? Sortiert ist das alles. Hardwoods R1, R1. I3B. Ah, ich würde sagen, dann machen wir die Lok hinten rein. Standard Oil lassen wir, glaube ich, runterrollen. Beziehungsweise Standard Oil, ist da schon was fertig? Nö. Grundsätzlich noch nichts fertig. Und da werden wir den auch wieder rausziehen. Gut. Passt. Also, kleiner Cut, ich hol mal die Lok hierher. So, die Lok wäre da. Bevor wir jetzt mit dem hier weitermachen, ist mir noch ganz was anderes eingefallen. Unser Holzzug da unten, der steht ein bisschen ungünstig. So, gehen wir mal kurz da hin. Die Lok müssen wir nämlich auch noch verschwinden lassen.
Nummer 30. Gut, du hast nicht eingebremst, das passt. Die 30 tun wir löschen, die gehört nicht uns. Der liegt. Ja, das ist jetzt weniger geil. Scheiße. So. Kriege ich dich jetzt noch gerollt? Das war jetzt ganz ein bisschen doof. Warte mal. Jetzt die Handbrake war released, ne? Handbrake released. Company. Dann mal zurückwechseln. Bitte sag mir, dass ich dich noch ein bisschen anschieben kann. Komm. Bitte! Beweg dich! Ja, also minimal tut sich was, aber. Scheiße. Tun wir das mal überall. So, einmal fliegen. Bitte so geil, wie da die Bremsen überall animiert sind. Ne? So. Und hier. Das müsste jetzt alle sein, ne? Gelöst. Gelöst. Auch gelöst. 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 Okay. Und dann Spaß nochmal. Oh, Wahnsinn. Da tut sich was. Oh, Mann. Ja, da habe ich wohl gut trainiert. So, kommt's rein. Bitte sag mir, dass wir hier alle reinkriegen. Okay, er schon, jetzt muss er noch. Komm, du schaffst es. Bisschen noch. Nein, scheiße. Nein. Ach Mensch. Ein Wagen geht nicht rein. Mann. Dann ist es nur was für 7 Wagen hier. Ach, shit. Okay, dabei vielleicht noch mehr. Und dann tue ich die... Wäre das dann 1? 1, glaube ich. 1. Also jedenfalls hat er 3 Gleise auf das dritte verbliebene. Ach schade, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Na gut, ist wie es ist. Können wir die trotzdem mal beladen. Passt, dann können wir hier mal mit dem anderen hier weitermachen. Einmal select follow, dankeschön. Südle, rückwärts. Wunschmagis. Wunderbar. War eher ein bisschen zu schnell. Und dann einmal geradeaus hier runter. Wir machen das wieder dirty. Sprich, Wagen fährt von alleine.
So, ich glaube, das müsste schon reichen. Und tschüss. Sehr gut. Die Stimme mal voll up. Na, das passt eigentlich schon so. Select. Wir fahren da rein. So. Guck mal, die Weichen habe ich da richtig, ja? Okay. Zwei Sachen zeigt gleich. Ja, ja, der schafft es schon. Das ist so ein Time-Saver, dass das funktioniert. Das wäre jetzt fast ein bisschen schnell gewesen. Sehr gut. So. Da bist jetzt nur noch du übrig. Beziehungsweise wir können mit unserem Konvoi auch schon mal weiterfahren. Sopfer Fuse. Okay, unser Kollege ist schon mal unten. Hat jetzt vielleicht ein bisschen gedonnert. Und ich habe die falsche Handbremse angezogen. Das war vor der Lok, die Handbremse. Ja. Aber hat gar nicht mehr so schlimm ausgesehen. Hast du jetzt eigentlich Schaden gekriegt? Nee, 100%. 100%. Ich habe manchmal echt Glück. Naja, gut, fahren wir die Weiche auf. So, das passt, das passt, das passt. Guckt man das uns mal hier unten nochmal an. Das passt nicht und das passt nicht. Jetzt aber. Perfekto. Würde ich sagen, fahren wir erstmal hier Runde. Das passt ja auch alles. Und schauen uns mal die Sache mit dem... Also, du kannst ein bisschen mehr Rumpf haben. Wie viel hast du noch drin? 27,4 Tonnen. Ja, wir tun den trotzdem austauschen. Oder bin ich faul? Nee. Wir sind mal faul. Vielleicht können wir eigentlich alles runterrollen lassen. Mal schauen, bis es dann ausgeht. Ups. Falscher Wagen. Und dann, wenn es da runter geht, werden wir mal kurz stehen bleiben. Und mal gucken, ob wir die Sachen einfach reinrollen lassen können. Ja. Ich finde es auch ganz gut mit der Ringanzeige, um zu sehen, wie voll oder wie leer die Sachen eigentlich sind. So, also wirklich runtergehen tut's hier dann so. So, Kollege, einmal stehen bleiben. Oh, das hat ein bisschen Gewicht. Also schauen wir mal. Du kommst da ganz hinten an. G3
A haben wir zweimal, dreimal. So, G3A ist wo? Ach, das ist das da. Dann könnt ihr ja gerade gemeinsam runterkullern. Ja, wunderbar. So, Lokbremse rein. Das lösen. Das ist alles RI. Ja, perfekt. Dann, Tschüsskowski. Oder vielleicht ein bisschen mithelfen. Überhaupt nicht gefährlich, was ich hier vorhab. Cedre, anschubsen. Oh, scheiße. Weichen. Sind richtig. Okay. Das sind alles Empties, bis auf den letzten. So, dann könnt ihr euch eigentlich auch verdrücken. Und tschüss. Naja, bis die unten sind. Ja, mit der Lok mal. Gehen wir kurz auf Yard-Modus. Reverse 20. Los geht's. Ich mag das so zu arrangieren. Kann man sich zwar seine Sachen kaputt machen, wenn man sich da ein bisschen verschätzt, aber spart Zeit. Gut. Das wäre das. Der fährt da hinten rein. So, der. So, jetzt müssen wir dann gleich mal Schaumingbremse sehen. Oh, wie Butter. Geil. Jetzt muss man das schon mal verbinden. Und dann ist das hier gut. Und dann kommen die Kollegen erst. Ja, okay. Die werden einfach mal mitgeschoben. Sehen. Geil. Ha. Fertig. Mal gut gemacht. Steuerung 0. Lok. Geh mal wieder hin zu Lok. Fehlt ja nur noch der Ölkollege hier. Scheiße, mit die 20 hat es nicht ganz gereicht. So. Mach mal 5 zurück. Wie voll seid ihr noch? 5000, 8000. Ja, okay. Oh, noch ein Stück. Und Road Forward. Los geht's. Einmal da runter. Und dann hätten wir die Arbeit auch schon wieder erledigt. Mensch, das läuft hier. Und bei dir können wir die Handbremse mal lösen und dann werden wir auf dich da drauf fahren. So, Lok. Runter hier. So, wann hier. Und dann würde ich sagen, ist auch noch erstmal gut für die Episode. War wieder erfolgreich. Wir haben das neue Spielzeug gesehen. Warum bremst du jetzt so? Mit dir los? Okay. Ich werde dann ab und zu mal ein bisschen Holz hin und her schiffen und dann hier die Rückfahrt wieder vorbereiten. Und mal gucken, was wir in der nächsten Episode machen werden.
Also jedenfalls würde ich den Yard unten noch ausbauen und ja, eventuell da die Strecke noch von Tara ausbauen. Damit wir mehr zu fahren haben. Beziehungsweise Silber wäre natürlich auch interessant. Aber das kostet ein bisschen was. Oh, Milestones. Montana, das ist halt günstiger. 10.000. Und Finanzen sagen, tja, spar erstmal. So, komm, drück mal ran. Achso, muss vielleicht verbinden. Was? Check die Brake Line. Standing by. Wieso? Was ist mit der? Doch gut. War jetzt vor? Hä? Dann mach es halt selber. Mein Gott. Aber das ist, glaube ich, auch ein neues Feature seit dem Update. Also die darauf hinweist, dass irgendwas mit der Bremsleitung nicht stimmt. Okay, das passt erstmal. Die Lok kann zurückfahren, reverse, 30, ab nach Bryson. Wo bleiben wir dann stehen? Ich glaube, ich komme hier rein, kannst auch da stehen bleiben. Gut, ich würde sagen, das war's mit der Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann wünsche ich euch weiterhin noch eine gute Fahrt. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.